Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Meine Güte, nachdem wir letztes Mal hier alles ausgebaut haben, müssen wir jetzt erstmal 48 Wochen warten. Und wir holen in der Zeit die Bärenschulenausrüstung, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob ich am Ende noch genug Geld habe, um alles mal, einfach... Eingestürzt. Vermutlich hat das Fundament nachgegeben. Wurde buchstäblich untergraben. Ach, da, okay. Keine Ahnung, ob wir noch Geld haben, um alle Ausrüstungen zu craften. Keine Ahnung. Aber erstmal irrelevant. Servus. Scheiß aus. Sollen wir das einfach wegahnen? Nein, Spiel, nein. So funktioniert das nicht. Egal. Ich habe leider noch keine Antwort von euch gekriegt, wie das... Okay. Aussieht mit, was man sich hier plus 1 nimmt. Alter, halbe Buch, Junge. 17. Mai 1243. Endlich eine Reaktion auf meinen Aushang. Ein Hexer, groß wie ein Berg, bärtig wie ein Zwerg. Er fragte nach dem Auftrag und sagte dann, er könne ihn übernehmen. Für so viel Geld, wie wir für Fifis mit Gift zurückgelegt haben. Nerven wie Taue. Welche Wahl bleibt mir? Blieb mir. Ich muss einwilligen. 18. Mai 1243. Der Hexer behauptet, ein unterirdisches Monster würde die Probleme verursachen. Er erkundete das Gebiet und fand einen Eingang zum Höhlenkomplex. Bei einem Fluss in den Marqueskent-Wäldern? Morgen will er hineingehen. 20. Mai. Der Hexer ist noch nicht zurück. Ein Elf aus der Stadt hat nach ihm gefragt. Der hatte die Stirn... einem Anderling unsere Adresse zu geben. 27. Mai. Schluss jetzt. Nie wieder heuer ich einen Hexer an. 10 Tage ist es her, dass er seinen Vorschuss genommen hat und verschwunden ist. Ich werde seine Hinterlassenschaften verkaufen, um wenigstens einen Teil meiner Ausgaben zu ersetzen. Wie dumm, dass er größtenteils Papierwische mit Gekritzel hinterlassen hat, die ohnehin keiner kaufen werden will. Das Monster, der Hexer auch gejagt hat. Getötet hat er es offenbar nicht. Ich muss die Augen offen halten. Es hat offensichtlich ihn getötet, würde ich sagen. Ich höre da oben Gaul rumrallern. Und da sind zwei Erscheinungen. Geisteröl. Quen. Wie schmeckt dir das, Silber? So, beide kurz weggeboxt, passt. Das wollte ich nicht. Ich hoffe, es ist Plötze, die da oben rum galoppiert. Was soll das sein? Tagebuch eines besessenen Angestellten. Ich habe mich entschieden. Ich werde sie morgen fragen. Ein Mann lebt nur einmal. Wir haben uns mittags am gleichen Ort wie immer verabredet. Clarissa hat sich einen halben Tag freigenommen und ich schleiche mich aus der Kanzlei. Der alte Kauz von einem Aufseher wird niemals merken, dass ich weg bin. Und selbst wenn, na und? Ich bin jung. Ich finde andere Arbeit, obwohl, wenn Clarissa herausbekäme, dass ich meine Arbeit verloren habe, sagt sie vielleicht nicht ja. Ich hätte schon vor Ewigkeiten um ihre Hand anhalten. Was? Ich hätte schon vor Ewigkeiten um ihre Hand angehalten, wenn ich nicht gewusst hätte, wie sehr sie ein Leben in der Armut fürchtet. Sie hat es mir nie gesagt, aber ich sehe, dass sie sich Sorgen macht. Aber worauf warten wir? Zusammen werden wir sparsamer leben als jeder für sich und außerdem müssen wir dann nicht ständig darüber nachdenken, wie wir uns hier treffen können. Ich wollte sehen, das feinste Wirtshaus von Buclair zum Essen ausführen. So oft habe ich mir das vorgestellt. Bedienungen in goldener Kluft würden uns Feuggras und Sorbet darreichen. Clarissa würde auf einem Seidenkissen sitzen, eine pechschwarzen Haarknoten auf dem Kopf und sie wäre die schönste Frau weit und breit. Dann würde ich einen Diamantring hervorholen. Bruder, du hast nicht mal 3,80 Mark. Alter.
Doch die Wahrheit ist, dass ich mir so etwas niemals werde leisten können. Nicht einmal, wenn Clarissa mir versichert, dass ihr ein Ring aus Silber genügen würde und wir das Geld lieber für das Haus, für ein Haus in irgendeinem Will ausgeben sollten, wo wir einen Laden eröffnen würden und sie Hüte verkaufen könnte. Darum werde ich morgen um ihre Hand anhalten, in der verlassenen Weinhöhle, in der wir uns immer treffen. Unser vertrauter Unterschlupf, an dem wir schon so viele wunderschöne Stunden miteinander verbracht haben. Sie hat sich nie beschwert, dass wir bei unseren einzigen romantischen Momenten stets von Spinnenweben und alten Weinfässern umgeben waren. Doch morgen wird alles enden. Wenn wir erst verheiratet sind, werde ich sie zu mir holen und über meine Schwelle tragen. Es wird sicherlich eng werden, doch genug Platz für ein Bett habe ich und es wird keine Spinnenweben geben. Ich habe nur einen einfachen Kupferring für sie, mit einem roten Glasstein der billigen Sorte verziert. Aber ich verspreche ihr, diesen Ring in einem Jahr gegen einen Ring aus Silber einzutauschen, mit einem Amethysten oder vielleicht sogar einem Rubin. Oh Clarissa, wenn es doch schon morgen wäre. Ich glaube, heute Nacht werde ich kein Auge zutun. Sie sieht irgendwie frischer aus als er. Ja, nicht so gut geendet für die beiden. Wir müssen jetzt aber noch einen Eingang zu einer unterirdischen Höhle finden. Irgendwo am Arsch der Heide wahrscheinlich. Ist nur ein nerviger Scheiß, der da rumbubbelt. Boah, Junge, ey. Schon wieder am Arsch der Heide von hier aus. Gut, geht aber. Laufen wir mal kurz hin. Ja, der arme Junge. Mit seiner Geliebten da. Bisschen schlecht gelaufen, würde ich sagen. Naja, was soll man machen? Ja, und Schweine können fliegen. Das wüsste ich aber. Mein kaputtes Bein wieder los. Ja, ja, dein kaputtes Bein. Tut mir ganz doll leid. Ach nee, warte, tut's nicht. Wäre gelogen. Ich höre schon wieder irgendwelches großes Flatterviehzeug. Oder? Keine Ahnung. Servus, da ist die Höhle. Eingang. Mal sehen, ob der Hexer beim Höhleneingang irgendwelche Spuren hinterlassen hat. Bisher habe ich nichts gesehen. Speichern wir wieder. Natürlich ist hier wieder alles eingestürzt, aber okay. Warnung. Achtung, in dieser Gegend sind Gebäude eingestürzt, weil ein Monster alles untergraben hat. Ich weiß noch nicht welches. Komm mir nicht nach und entferne meine Symbole nicht von den Wänden. Ich brauche sie für den Rückweg. Junot von Bellhaven. Er hat das Symbol seiner Schule an der Wand hinterlassen. Clever. Ich sollte nach weiteren Symbolen suchen. Er hat das... Gut, also jetzt mal ganz ehrlich, was hätte es sonst sein sollen, außer ein Riesentausendfüßler? Meine Fresse, ey. Ich mach mal kurz Insektoiden-Scheiß auf meine Waffe. Jetzt macht er wieder den Scheiß, ey. Weg! So, darf ich mir jetzt das scheiß Zeichen hier angucken? Noch mehr. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Mal sehen, wo die hinführen. Na, sprich doch einfach dreimal. Weiß nicht, was dagegen sprechen sollte. Ach, voll Goldsachen, ey. Und auch ein Arsch voll Leichen, ey. So.
Ich weiß zwar nicht, warum man... Ah, okay, hier wird es ein bisschen... verworrener. Aber jetzt auch nicht so verworren bis jetzt. Hier geht's nicht weiter hoch. Okay. Ja, aber ich muss erstmal den falschen Weg nehmen. Hallo. Darf ich jetzt bitte nicht mehr kämpfen? In der Höhle hier ist das Clipping nicht so richtig gut, muss ich sagen. Also ist das Clipping, ne, man bleibt überhängen. Das ist halt nicht so gut. Hier ist mir ein bisschen ruhig, muss ich sagen. Bin ich ganz ehrlich. Ein bisschen sehr ruhig. Wir looten ja natürlich erstmal alles. Färbemittel für rote Rüstung. Ich habe mir auch immer noch nicht überlegt, welche Farbe unsere Dingensrüstung kriegen soll hier, unsere Greifenrüstung. Scheinen noch relativ frische Leichen. Also die beiden sehen ja noch relativ gut aus. So. Hier soll es irgendwo hingehen? Okay, sehe ich nicht. Aber gut, die große Höhle schon mal gelootet. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier lang. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Komm ran hier, du Gaul. Jetzt macht er wieder dreimal das kurze. Macht er nicht, okay. Danke. Was ist das? Das muss die Leiche des Bärenschulenhexers sein. Kommst du darauf? Sein Tagebuch, okay. Verdammt, ich hätte diesen Auftrag nicht annehmen sollen. Ich weiß noch immer nicht, mit was für einem Monster ich es zu tun habe. Wie töricht von mir, mein Geld für die Rüstung zu verwetten. Elfen lieben es, die Leute um ihr letztes Hemd zu bringen. Und diesen Knicker auf Tufo sind keinen Deut besser. Aber was bringt es, mich selbst zu bemitleiden? Die Rückkehr ist sinnlos, solange ich keine vollständigen Satz Ausrüstung habe. Tja. Wenn das Glück einen einmal verlassen hat. Ich werde einen Weg finden, verdammt. Er hätte das Risiko nicht eingehen sollen. Muss wirklich scharf auf die Rüstung gewesen sein. Diese Schemata kann ich sicher gut gebrauchen. Ja, warum auch immer er gegen einen fucking Wurm verliert. Der war nicht mal stark. Gut. Mir egal, wir haben die Bärenschulenausrüstung. Das ging sehr viel schneller, als ich erwartet habe. So. Guck ich nochmal kurz, ob ich hier irgendwelche Fragezeichen in der Umgebung machen kann. Ja, komm, zieh dich hoch, Geralt. Meine Güte. Schwächling. So. Map. Ja, guck mal, das da können wir machen. Und wir hätten das da annehmen können, aber egal. So. Da latschen wir mal kurz hin, würde ich sagen. Ist ja nicht so weit, zum Glück. Boah, jetzt glaube ich noch eine Ausrüstung, nämlich die Vipern. Die Vipern gibt es ja nicht, die Manticora. Komm, go fuck yourself, Alter, gar keinen Bock gegen zwei wilde Wildschweine zu kämpfen.
tatsächlich zwei Tränke genommen. Von der gleichen Sorte. Schwitz. Leider kein Geisteröl mehr drauf. Egal, hat ganz okay funktioniert. So, was für ein bewachter Schatz. Au. Oh. Der hängt. Jetzt weiß ich. Das Leben ist perfekt. Das Leben ist köstlich. Das Leben ist voller Zauber und Schönheit. Voller Möglichkeiten. Und Tragödien. Und Überraschung. So viele Überraschungen. Auf dich, Vater, wartet auch eine Überraschung. Du wolltest nicht, dass dein Sohn ein Schauspieler wird. Du hast einen anderen Beruf für ihn gewählt. Soldat. Also hat dein Sohn diese Überraschung für dich. Seine Füße werden den Boden nie wieder berühren. Er wird eine Schönheit des Lebens nie wieder erblicken. Und du, Vater, wirst bald seine baumelnde Leiche abnehmen und den Sack voller Kronen nehmen, für den du sein Leben verkauft hast. An Schlechter. Neil Peer. Der wollte wohl nicht zur Armee. Da hat er sich kurzerhand das Leben genommen, Brudi. Okay. Könnten wir Papi sagen gehen? Machen wir offensichtlich nicht. Schade. Hätte ich gut gefunden, Papi, das zu sagen. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Papi hätte gesagt, oh nein, mein Sohn. Oder Papi hätte gesagt, was eine Schwuchtel. Wahrscheinlich zweites. Weil wenn Papi so mit dir umgeht, ist Papi ein Hurensohn. Nicht, dass er noch mal was dazu könnte. Kappa. Meine Güte, ey. Gönnen wir uns doch das Fragezeichen, was hier unten ist. Dann haben wir hier, glaube ich, auch fast alle Fragezeichen schon. Och, Ertrunkene. Bestien. Ich glaube zumindest, dass ertrunkene Bestien sind, oder? Schließ. Brief an irgendwen. Lieber Pascal, ich hoffe, dieser Brief erreicht dich bei guter Gesundheit. Du weißt ja, dass meine Leidenschaft für dich keine Grenzen kennt und ich mich mit jeder Faser danach verzehre, deine Frau zu werden. Bald stehen wir gemeinsam vor dem Altar und ich hoffe, du verstehst, dass diese Zeremonie so wunderbar werden soll, dass die Herzogin selbst vor Neid erblasst. Bitte versteh dies nicht als Tadel irgendeiner Art, mein Liebster. Aber wir wissen doch beide, dass der bescheidene Sold eines Soldaten für einen solchen extravaganten Ball, wie wir ihn verdienen, nicht ausreicht. Doch sei nicht betrübt. Ich habe eine Lösung für unser kleines Problem gefunden. Sicher hast du von dem Schiffswrack im Sans Retour erfahren, aber kennst du auch die ganzen Geschichten? Zu Zeiten Herzog Raimunds beschloss einer der reichsten Männer des Herzogtums, Gelsaske, mitten auf dem Fluss einen Ball zu geben. Und was für ein Ball das war. Herrlich gewandte Edeldamen, elegante Kavaliere in weißen Hemden und herrlichen Wemsen. Gel hatte offenbar eine Truhe mit Juwelen an Bord und wechselte immer wieder die Ringe, um alle mit seinem Reichtum zu beeindrucken. Die Festlichkeit war in vollem Gange, als plötzlich ein Sturm hereinbrach. Die Masten brachen und das Schiff kenterte. All die wohlhabenden Gäste in ihrem Geschmeide sanken nun auf den Grund des Flusses. Diese Tragödie hat vielleicht letztlich ihr Gutes. Denn ich habe den Schlüssel zu Gelsaskes Juwelentruhe. Damit rückt unser zukünftiger Reichtum in Reichweite. Die Ertrunkenen brauchen ja schließlich keinen Schmuck, nicht wahr? Es liebt dich mehr als das Leben selbst. Bella de Guinness. Oh, Bella, hättest du mal besser nicht so sehr geliebt? Wäre noch alive. Oder wäre es mal besser nicht so gierig gewesen? Ne? Blöde und so weiter. So, das ist jetzt hier einfach ein Stück im See. Okay, ich
denke aber mal direkt daran, dass der Part zu Ende ist. Ich würde sagen, wir reiten nochmal kurz ins nächste Dorf. Holen uns da dann beim nächsten Mal das Brett, von dem ich gerade vergessen habe, wie es heißt. Blackboard. Und fahren dann mit dem Boot auf den See. Meine Güte, Alter. Da haben wir aber böse verschluckt. Genau, so machen wir das. Dann würde ich sagen, hoffe ich, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.